Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend haben wir uns wieder eingefunden auf Skype mit einer kleinen Gruppe, die live gerne dabei sein möchte bei der Lesung des wunderbaren Buches Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht von Henry Gretton Guinness, 1888 geschrieben und von Bruder Maximilian wunderbar ins Deutsche übersetzt. Wir hatten letztes Mal angefangen mit der Lesung des vierten Vortrages, nachdem wir nach einer Einleitung dann Daniels Prophezeiung des Romanismus gelesen hatten, Paulus Prophezeiung des Romanismus gelesen hatten, kommen wir jetzt im vierten Teil an die Kombination dieser politischen, religiösen Macht und haben sie beginnen zu analysieren. Und da werden wir heute, und zwar jetzt gleich drin, weiterfahren. Ich hatte gerade eben aufgehört, ein paar Punkte aufzuzählen. Der Autor sagt ein paar Seiten vorher, ein Vergleich dieses von Johannes beschriebenen römischen Feindes, des Volkes Gottes mit dem von Daniel, wie wir halt vorher gelernt haben, dem vorhergesagten kleinen Horn, zeigt die wichtigen Tatsachen ihrer Identität. Dass also das, was bei Daniel bereits im Alten Testament beschrieben wurde, dasselbe ist wie das, was Johannes in der Offenbarung von Jesu Christi uns mitteilt. Dafür haben wir verschiedene Punkte gelesen. Ich glaube, 8 in der Reihenfolge. Ja, 8 Punkte waren es. Und wir fahren jetzt am Ende dieser Punkte weiter und werden weiterlesen, was Henry Gretton Guinness uns hierzu zu sagen hat. Der Weg ist nun frei, um die Interpretation dieser Prophezeiung zu betrachten. Ja, wir hatten darüber gesprochen, was ist die Prophezeiung und jetzt wird sie interpretiert. Und ich bin letzte Sendung da deutlich darauf eingegangen, dass keine Interpretation einer biblischen Prophezeiung einem Menschen sich anmaßen, dass kein Mensch sich das anmaßen kann. Es ist nicht für persönliche Interpretation, es ist die Bibel, die die Prophezeiung interpretiert. In der Tat, sagt der Autor, ist diese bereits durch die vorliegende Identifikation gegeben. Das kleine Horn von Daniel stellt, wie wir bereits bewiesen haben, das Papsttum von Rom dar. Genau wie dieser wiederbelebte Kopf aus der Offenbarung. Wir werden kurz auf die Beweise eingehen, die diese Schlussfolgerung stützen. Aber da wir die Geschichte bereits skizziert haben, brauchen wir nicht lange auf die verschiedenen Punkte einzugehen. Wir werden die prophetischen Merkmale in der Reihenfolge durchgehen, in der wir sie bereits vorgelegt haben, wobei wir zuerst die Fakten über den Aufstieg und dann jene über die Herrschaft der betreffenden Macht berücksichtigen werden. Als erstes dann hinsichtlich seines Aufstiegs. Der vorhergesagte Kopf erhebt sich aus dem römischen Reich. Er ist also römisch, genauso wie das Papsttum. Wir haben das System, dem der Papst als Oberhaupt angehört, als Romanismus bezeichnet, denn sein Sitz ist die Stadt der sieben Hügel. Übrigens ein wunderbares Buch, das Henry Gretton Guinness auch geschrieben hat. The City of the Seven Hills, die Stadt auf den sieben Hügeln. Etwas über 200 Seiten und davon knapp 150 in Gedichtform. Ein wunderbares Buch. Habe ich ein paar Gedichte bereits gelesen und Brett hat die, um als Video zu verarbeiten. Das ist wirklich wunderbar. Wer Englisch kann, sollte sich das besorgen. The City of the Seven Hills by Henry Gretton Guinness. Denn der Sitz des Romanismus ist die Stadt der sieben Hügel. Dann wächst die vorhergesagte Verfolgungsmacht in der zweiten Phase der römischen Geschichte heran. Es ist der siebte oder letzte Kopf des alten Reiches wiederbelebt. Das ist die genaue Position des Papsttums. Das Papsttum gehört zur zweiten oder christlichen Phase des römischen Reiches. Es wuchs inmitten seiner gotischen Hörner oder Königreiche auf. Es war die Wiederbelebung einer Macht, die getötet worden war. Als das heidnische Reich gestürzt war, erhob sich das Papsttum an seiner Statt. Zuerst regierten die Cäsaren in Rom, dann die Päpste. Die Goten stürzten das römische Reich im 5. Jahrhundert. Romulus Augustus verzichtete im Jahr 476 nach Christus auf die kaiserliche Würde aufgrund des Einfalles der Goten.
Das war die Todeswunde des siebten Kopfes. Ab diesem Zeitpunkt wuchs das Papsttum mit der Freiheit und unter den gotischen Hörnern oder Königreichen auf. Beachten Sie diese Eigenschaft. Das Papsttum gehört zur zweiten oder christlichen Phase des Römischen Reiches. Es war ein Horn unter den gotischen Hörnern. Es war ein wiederbelebter Kopf. Die Macht der Cäsaren entfachte erneut in der universalen Herrschaft der Päpste. Ich möchte da mal kurz stoppen und euch ein Bild zeigen, das ihr vielleicht schon gesehen habt. Zumindest diejenigen, die meiner Lesung hier live folgen, aber darum noch nicht jeder, der sich dieses Video anschaut. Der Autor sagt hier, die Macht der Cäsaren entfachte erneut in der universellen Herrschaft der Päpste. Mit anderen Worten, der Papst ist Cäsar. Und dazu gibt es dieses Bild, das ich in Hour of the Truth in Englisch, Episode 30, gebraucht habe, wo es darum ging, um dieses Thema. All hail Caesar. Das ist ein Bild von dem im Augenblick regierenden Antichristen Jorge Mario Bergoglio oder Papst Franziskus, wie er sich auch nennt, als er in 2015 im September Einzug hält in den Senat der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses Bild ist so typisch, weil er eben auch den rechten Arm zum Gruß hochhält und von vielen ausgestreckten rechten Armen begrüßt wird, weil Antichrist Papst Pius IX. In seinem Discorsi auf Seite 253 sagte, der Cäsar, der euch jetzt adressiert oder anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zustehen. Das ist der Text, der hier unten steht. Das heißt, der Papst selber, Antichrist Pius IX., gibt schriftlich in seiner Arbeit zu, dass er der Cäsar ist. Das ist 2015 gewesen, dass ich das hier veröffentlicht habe. Papst Pius IX. Sagt das in seinem Discorsi und Papst Pius IX. War gerade verstorben, als Henry Grattan-Guinness sein Buch rausgebracht hat. 1800 in den 70er Jahren, ich weiß nicht genau wann, ist Pius IX. Gestorben, nach dem Ersten Vatikanischen Konzil. War der langstlebende Papst, also langstlebend im Amt, das längste Pontifikat, das es bis jetzt gab, weit über 30 Jahre. Und der hat das da geschrieben. Und das ist heute immer noch genauso gültig. Ja? Henry Grattan-Guinness sagt es hier, die Macht der Cäsaren entfachte erneut in der universellen Herrschaft der Päpste. Und die Päpste sagen von sich selber, dass sie Cäsar sind. Das Papsttum war anfangs klein, wuchs aber zu einer großen Herrschaft heran. Es übte eine so große Macht aus, wie es die Cäsaren einst taten. Ganz Europa unterwarf sich seiner Herrschaft. Es beanspruchte und beansprucht immer noch eine uneingeschränkte Macht ohne Gegenspieler oder Grenzen. Hallam, wie wir bereits bemerkt haben, sagt über das 13. Jahrhundert den Zenit der päpstlichen Macht, Zitat, Rom inspirierte in dieser Zeit den ganzen Schrecken des antiken Namens. Sie war wieder einmal Herrin der Welt und Könige waren ihre Vasallen. Aus dem Buch Geschichte des Mittelalters, 4. Ausgabe, von dem Historiker Hallam, zitiert. Denken Sie an den stolzen Titel der Päpste, Rector Orbis, Herrscher der Welt. Auch darin erfüllt das Papsttum die Prophezeiung. Beachten Sie an zweiter Stelle diese außergewöhnliche Eigenschaft, sowohl in Daniel als auch in der Offenbarung. Das Maul dieser Macht. Das Horn in Daniel, als auch der Kopf in Johannes, hat ein Maul, das große Dinge redet. Diese Eigenschaft wird im Papsttum wunderbar erfüllt. Was für ein Maul hat dieser lateinische Herrscher? Was für ein Schwätzer? Was für ein Lehrer? Was für ein Donnerwetter? Wie hat er sich selbst gerühmt und aufgebläht und alle, die sich ihm widersetzt haben, exkommuniziert, anathematisiert, verflucht? Hat die Welt jemals in dieser Hinsicht seinesgleichen gesehen?
Alle gotischen Könige waren seine bescheidenen Diener. Es gab mal einen schwarzen Papst, der gesagt hat, und all diese Könige sind nichts als meine Altarjungen. Er war und ist der Vertreter von Christi, von Gott, Herrscher der Welt, bewaffnet mit allen Kräften und Mächten Christi im Himmel, auf Erden und in der Hölle. Er ist unfehlbar, erklärt 1870 im Vatikanischen Konzil. Seine Verordnungen sind unverbesserlich, unreformierbar. Von daher sollte man die Reformation auch nicht Reformation nennen, sondern nur den Protestantismus. Die römisch-katholische Kirche ist nicht reformierbar. Ein Maul ist es, in der Tat seins. Ein Maul, das große Dinge redet. An dritter Stelle betrachten wir seinen Kampf mit den Heiligen. In Offenbarung Kapitel 13, Vers 7 lesen wir, Zitat, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Ende Zitat. Ich werde hier nicht mehr tun, als daran zu erinnern, dass die Heiligen unter den Cäsaren des heidnischen Roms furchtbar gelitten haben, während sie unter dem päpstlichen Rom noch viel furchtbarer und viel länger gelitten haben. Lassen Sie uns die Massaker der Albigenser, die Massaker der Waldenser, der Hussiten, der Lollarden, die Massaker in Holland und den Niederlanden, das Massaker vom Band St. Bartholomäus, das Massaker in Irland 1641, die Folterungen der Inquisition, die Feuer der Scheiterhaufen, die in allen Ländern Europas immer wieder entfacht wurden, selbst sprechen und die Erfüllung der Prophezeiung bezeugen. Ja, das Papsttum hat mit den Heiligen Krieg geführt und sie überwunden und sie erschöpft und hätte sie völlig vernichtet und ausgelöscht. Wäre da nicht die erhaltende Hand und die belebende Kraft Gottes? In seiner langen, grausamen und universellen Verfolgung der Heiligen hat das Papsttum diese feierliche Prophezeiung erfüllt. Da sind ein paar kleine Punkte, auf die ich hier noch mal kurz eingehen möchte. Wäre da nicht die lang anhaltende Hand und die belebende Kraft Gottes steht hier. An einer Stelle im Evangelium steht geschrieben, dass für die Heiligen Willen die Zeit der Regierung des Antichristen verkürzt wird. Und ich meine, ich interpretiere das mit der Zeit der Reformation. Das ist nur meine persönliche Meinung. Auf der anderen Seite möchte ich nochmal kurz auf die Massaker eingehen. Der Autor spricht hier von den Massakern der Albigenser. Die Albigenser waren eine heretische Volksgruppe im Süden Frankreich, in der Nähe der Stadt Albi, daher der Name Albigenser. Sie waren Katharer, das heißt, sie haben auch die Göttlichkeit Jesu Christi nicht anerkannt. Sie wären also auch Ketzer im Sinne der Bibel gewesen, nicht nur Ketzer im Sinne der römisch-katholischen Kirche, sondern auch Ketzer im Sinne der Bibel. Aber die Bibel sagt nicht, dass man Ketzer massakrieren soll. Rom sagt das schon. Und sie haben dieses Volk im Süden von Frankreich massiv verfolgt und ausgelöscht. Die Waldenser, das sind auch die Vaudois, sagt man im Französischen, ja, die Völker aus den Tälern des Piemont, Norditalien, Südfrankreich, da haben die gelebt und haben sich lange, lange, lange der Macht der Römer widersetzt, bis in das 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert hinein. Heutzutage findet man noch Spuren der Waldenser, 2018 immer noch, aber die, die es heute noch gibt, sind ökumenisch. Und es gibt viele, viele Bücher, in denen man über die Waldenser lesen kann. James Edgar Wiley hat damals ein Buch produziert über die Geschichte der Waldenser und das kann ich jedem anraten, mal zu lesen. Aber da braucht man starke Nerven. Die Hussiten, das sind diejenigen, die Huss gefolgt hatten. Jan Hus, der 1415 auf dem Konzil von Konstanz dahin gelockt wurde. Ihm wurde vom Papst und vom Kaiser sicheres Geleit versprochen, aber sie haben ihm den Prozess gemacht und haben ihn exekutiert damals. Und die Leute, die Jan Hus gefolgt hatten, ein Böhmer, der die Transsubstantiation ablehnte und die Kommunion der beiden Teile propagiert hatte,
Also mit anderen Worten, das Brot und den Wein wurde eben als Ketzer auf dem Konzil von Konstanz 1415 umgebracht. Die Hussiten sind diejenigen, die ihm gefolgt sind. Die Lollarden, das sind diejenigen, die John Wycliffe gefolgt hatten. John Wycliffe, der Morgenstern der Reformation, der im 14. Jahrhundert bereits eine englische Bibel rausgebracht hatte und der massiv in England damals verfolgt wurde. Die Massaker in Holland und den Niederlanden, da sprechen wir von dem Herzog von Alba, Duke of Alba aus Spanien, der dort die holländischen oder niederländischen Protestanten massiv massakriert hat. Das Massaker von St. Bartholomäus, das erinnern wir uns noch, das war in der Hochzeitsnacht von König Heinrich in Frankreich mit Madame Medici, der geheiratet hat, und in der Mitternacht des, was war es, der 24. oder 25. Juli 1572 läuteten die Glocken und das war das Signal für alle Katholiken, um rauszuströmen und die Protestanten massiv zu ermorden. Und die Zahlen sind nicht gewiss, sie schwanken zwischen 30.000 und 70.000 in der einen St. Bartholomäusnacht, die der Papst dann gefeiert hat, mit einer Münze dafür im Gedenken herauszubringen, und zwar eine Freudenmünze, weil es war der Papst, der hinter diesem Massaker stand. Das Massaker in Irland von 1641, da müsste ich mich nochmal drüber informieren, welches das jetzt genau war, das kenne ich jetzt auch nicht so genau. Die Folterung der Inquisition, ja, meine Lieben, dieses Kapitel endet, wo wir auf, ich glaube, zwei Seiten oder was, da tiefer drauf eingehen. Und das wird eine Lesung, da kann ich euch jetzt schon mal sagen, nehmt euch Taschentücher griffbereit dazu, weil das ist hart. Wenn wir aus dem Buch von Limborch reden, das ich auf meinem Zweitkanal auch am Lesen bin, in Englisch, Geschichte der Inquisition, das Buch hat er 1692 geschrieben und daraus zitiert Henry Grattan Guinness einige Stellen nachher, wenn wir hier weiterlesen, wenn ich mal aufhöre mit meinen Kommentaren hier. Die Feuer der Scheiterhaufen, die natürlich auch zur Inquisition dazugehören, die überall in Spanien, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, überall hat man diese Scheiterhaufen gehabt. Überall hat man die Menschen verbrannt, zusammen mit ihren Bibeln. Immer wieder wurden diese entfacht. Das war die Verfolgung, von der hier gesprochen wurde. Da wollte ich nochmal eben näher drauf eingehen. Aber der Autor fährt fort und sagt, beachten Sie an vierter Stelle die vorausgesagte Dauer dieser Verfolgungsmacht. Daniel verkündigt auf geheimnisvolle Weise seine Dauer als 3,5 Zeiten. Ja? Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Johannes als 42 Monate. Der symbolische Charakter der Prophezeiung sowie die Tragweite des Subjekts verbieten es uns, diese Zeitangaben wörtlich zu nehmen. Wie das Tier symbolisch ist und seine verschiedenen Bestandteile ebenfalls symbolisch zu verstehen sind, so ist auch die Zeit seines verfolgenden Kopfes symbolisch. Diese Zeitangabe findet sich 7-mal im Buch Daniel, und wer die Zahl 7 kennt, der findet das keinen Zufall. 7-mal findet sich diese Zeitangabe im Buch Daniel und der Offenbarung. Dort wird sie 1260 Tage, 42 Monate oder auch 3,5 Zeiten genannt. Es ist, wie gesagt, stets der gleiche Zeitraum. Rechnen Sie selbst und Sie werden es erkennen. Nun, sowohl im Gesetz als auch in den Propheten, sprich in dem Alten Testament, wird ein Tag als Symbol für ein Jahr verwendet. Sowohl im Gesetz als auch in den Propheten. Deswegen ist es auch oft wichtig, das Alte Testament als das Gesetz und die Propheten zu bezeichnen. Moses, Ezekiel und Daniel benutzen es so. Moses steht für das Gesetz, Ezekiel und Daniel stehen für die Propheten. Ezekiel für einen Großen, Daniel für einen Kleinen. Nicht, weil Ezekiel groß war und Daniel klein, sondern weil Ezekiels Buch viel länger ist und umfangreicher als das Buch von Daniel. Also, im Gesetz Mose und in den Propheten Ezekiel und Daniel wird das Symbol für einen Tag eines Jahres so benutzt. Die 70 Wochen von Daniel oder 490 Tage bis zum Messias wurden als 490 Jahre erfüllt. Das heißt, sie wurden auf der Jahrestagesskala erfüllt.
Auf dieser Skala sind die 42 Monate oder 1260 Tage 1260 Jahre. Wir fragen also, hat das Papsttum diese lange Zeit überdauert? Eine Untersuchung der Tatsachen der Geschichte wird zeigen, dass es so ist. Von der Zeit seines Aufstiegs im 6. Jahrhundert, beim bemerkenswerten Dekret des Kaisers Justinian 533 nach Christus, der das Oberhaupt aller Kirchen in der Christenheit konstituiert, 1260 Jahre bis 1793, dem Datum des gewaltigen päpstlichen Sturzes der Französischen Revolution. Ja, da ist ein Artikel von Wikipedia dran gelinkt über die Entchristianisierung. Interessant finde ich vielmehr, dass wir hier sehen, 533 nach Christus bis 1793. Wir sprachen ja schon darüber, dass es 538 bis 1798 gab. Und wir haben gelehrt in einem der ersten Vorträge von Henry Gretton Gillis, dass es im Grunde die Zeit von 606 bis 1866 war. Aber wie ihr seht, ohne hiermit in großen Konflikt zu treten, gibt es verschiedene Interpretationen dieser 1260 Jahre. Und jede dieser Interpretation hat seine Daseinsberechtigung. Keine ist komplett verkehrt. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich auch keine komplett falsch. Es ist immer eine Frage, wie sieht man das? Und wenn man sagt, Jörg, das kann nicht sein, es gibt nur eine Interpretation davon, dann kann ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt schon jahrelang studiert, ich kann mit allen drei leben. Ich akzeptiere am meisten die am wenigsten prominente, wie oftmals, ich schwimme gerne gegen den Strom und akzeptiere deswegen die Prophezeiung von 606 bis 1866 am meisten. Aber ganz im Ernst, wir werden es wahrscheinlich erst erfahren, wenn wir bei unserem Herrn sind, wenn er die Geschichtsbücher aufmacht und uns zeigt, wie auf der Erde wirklich alles abgelaufen ist und wir dann das Verständnis eines besseren Gehirns haben, als das, was uns hier in diesem fleischlichen Körper gegeben ist. Jedenfalls sagt Henry Gretton Gillis hier, von der Zeit seines Aufstiegs im 6. Jahrhundert beim bemerkenswerten Dekret des Kaisers Justinian 533 nach Christus, der das Oberhaupt aller Kirchen in der Christenheit konstituiert, 1260 Jahre weiter bis 1793, dem Datum des gewaltigen päpstlichen Sturzes in der Französischen Revolution, die ja 1789 ihren Anfang nahm. Dasselbe Jahr, in dem die Vereinigten Staaten von Amerika als Nation gegründet wurden. 13 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung 1776. Hier haben wir eine Tatsache von großer Bedeutung. Beachten Sie diese Tatsache gut. Dazu kommt noch die weitere Tatsache. Vom analog dazu erlassenen Dekret des Kaisers Phokas, wie ich gerade eben gesagt hatte, 607 nach Christus, welches die Leitung des Papstes über das Christentum bestätigt. Ja? Siehe die früheren Lesungen. 1260 Jahre weiter, an der Grenze 1866-67, weil es im Dezember war, dem Anfangsdatum des jüngsten bemerkenswerten Sturzes der päpstlichen Regierungen, welcher 1870 zum Verlust der weltlichen Macht des Papstes führte. In diesem Jahr nahm das Papsttum die höchste Erhebung an, nach der es streben konnte, nämlich die der Unfehlbarkeit, und es verlor die weltliche Souveränität, die es seit mehr als 1000 Jahren innehatte. Also, der Papst tauscht hier mit anderen Worten seine Unfehlbarkeit im Geistigen gegen seine totale Kontrolle im Weltlichen. So kann man das auch verstehen. Ja? Damit hat sich der prognostizierte Zeitraum erfüllt. Was für ein Beweis! Das Papsttum hat die Prophezeiung erfüllt. Nicht nur in seiner geografischen und historischen Lage, seinem moralischen Charakter, seiner politischen Macht, seinen blasphemischen Ansprüchen, seiner tyrannischen Laufbahn, nein, sondern auch in seiner Chronologie, im Zeitpunkt seines Aufstiegs, in der Zeit seiner Dauer, in der Ära seines Niedergangs, in der Krise seines Sturzes.
Wir haben Sie bereits darauf aufmerksam gemacht, dass das Papsttum eine komplexe Macht ist und komplexe Symbole für seine Darstellung benötigt. Es ist beides, sowohl eine weltliche als auch eine kirchliche Macht. Und die kirchliche Macht hat sich selbst das Recht angemaßt, die weltliche zu erschaffen oder sie mit göttlicher Befugnis zu gestalten. Und sie hat die Fähigkeiten der weltlichen Macht in Verfolgung ihrer eigenen unheiligen Ziele ausgenutzt. Dieser Satz, den ich hier gerade gelesen habe, ist so unglaublich wichtig. Und es erklärt auch für viele Leute, die das vielleicht noch nicht gut verstanden haben, warum die geistige Macht sich anmaßt, über die weltliche Macht zu regieren. Seht, wenn wir in die Bibel gehen, dann mache ich doch mal eben die Schlachterbibel auf, online. Dann schauen wir doch mal eben im Gesetz und den Propheten, also im Alten Testament. Und da gehen wir in das zweite Buch Samuel rein. Und dann in Kapitel 8. Das war im ersten Buch Samuel. Kann ja nicht alles auswendig wissen. 1. Samuel, Kapitel 8. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. Die waren Richter in Beersheba. Und seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht, genau wie die Römer heute. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Daraus zieht die römisch-katholische Kirche ihren Anspruch, als geistige Macht über der weltlichen Macht zu regieren, weil diese weltliche Macht hier von der geistigen Macht gefordert wurde. Also das Volk hat von der geistigen Macht, Samuel, gefordert, einen König einzusetzen. Genauso wie die Heidenvölker einen haben. Ich könnte gerne mal eine Bibelstudie machen und dieses ganze Kapitel lesen, weil das ist ein wunderbares Kapitel, weil schließlich und endlich geht es darauf hinaus, dass unser Herr hier sagt, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wenn wir dieses Kapitel lesen und wir verstehen das ganze Gesetz und die Propheten so, wie es gemeint ist, und wir verstehen das Neue Testament so, wie es gemeint ist, dann verstehen wir sehr gut, warum die Kirche sagt, es gab schon immer eine spirituelle Regierung, aber eine weltliche Regierung ist von der spirituellen, von der geistigen Regierung eingesetzt worden. Hier auch. Gib uns einen König, der uns richten soll, ja, wie auch die Heidenvölker ihn haben. Das heißt, Israel will hier genauso sein wie die heidnischen Völker. Kein Unterschied mehr. Und sie sagen, gib uns einen König. Und genau darauf basiert die römisch-katholische Kirche eben auch ihren Machtanspruch, um zu sagen, die kirchliche Macht hat sich selbst das Recht angemaßt, die weltliche zu erschaffen, was wir hier auf Samuel zurückgehend sehen können, oder sie mit göttlicher Befugnis zu gestalten. Und sie hat die Fähigkeiten der weltlichen Macht in Verfolgung ihrer eigenen unheiligen Ziele ausgenutzt. Auch unglaublich wichtig in diesem Zusammenhang ist das Verständnis von Römer Kapitel 13. Unglaublich wichtig. Das ist eine Sache, das kann ich jetzt hier gar nicht besprechen. Das würde viel zu weit gehen, den Rahmen dieses Buches komplett sprengen. Aber das ist interessant für eine Bibelstudie, das mal zu machen und diese Zusammenhänge zu begreifen. Und daran seht ihr auch wieder, dass man das Alte Testament kennen muss, um das Neue zu verstehen, und dass man das Alte kennen muss, um das Neue zu verstehen, und das Neue
kennen muss, um das Alte Testament zu verstehen. Die sind, tauschen sich immer ineinander aus. Wie hier Daniel, Paulus und Johannes ineinander arbeiten, die verschiedenen Prophezeiungen, dieselben Dinge besprechen. Genauso ist das hier zum Beispiel auch mit der weltlichen Macht, die über der Geist, die unter der geistigen Macht im Grunde steht. 1. Samuel Kapitel 8, Römer Kapitel 13 in dem Zusammenhang. Ganz, ganz wichtig. Die kirchliche Macht hat sich selbst das Recht angemaßt, die weltliche zu erschaffen. Ja, da geht es in 1. Samuel ja drauf hinaus. Oder sie mit göttlicher Befugnis zu gestalten. Und wenn die geistige Macht die weltliche mit göttlicher Befugnis ausstattet, dann ist diese weltliche Regierung natürlich nichts weiter als ein Vasalle der geistigen Regierung. Nun, ich persönlich, Jörg, sage, solange diese geistliche Regierung die meiner Schöpfergottes ist, habe ich da kein Problem mit. Aber wehe, der Antichrist usurpiert das. Und das ist der Fall, in dem wir heute leben. Also, denkt da mal drüber nach. Interessantes Thema, um sich in einer Bibelstudie mit zu beschäftigen. Ganz wichtiger Punkt, den Henry Grattan-Guinness hier macht. Offenbarung 13 repräsentiert diese beiden Organisationen, also die weltliche wie auch die geistige Macht, als Bestien. Die eine wird als zehnhörniges, die andere als zweihörniges Tier dargestellt. Ersteres erhebt sich wie jedes Tier von Daniel aus dem Meer. Letzteres erhebt sich aus der Erde. Das eine entspringt im Sturm, das andere in der Stille. Strebsame und kriegerische Winde begleiten die Geburt des einen, das andere wächst ruhig aus einem tiefen irdischen Ursprung auf, wie eine Efeupflanze aus einem tiefen Efeupflanze oder ein schädliches, vom Erdreich geborenes Unkraut. Ihr erinnert euch noch, in einer der früheren Lesungen hatten wir über die Efeupflanze gesprochen, wie das Papsttum sich wie ein Efeu um den Baum schlingt und ihn im Grunde auspresst und im Endeffekt umbringt, seines Lebens nimmt. Genau das Gleiche, da geht Henry Grattan-Guinness hier nochmal drauf ein. Die zehn Hörner des einen sind starke Eisenreiche, ja, die zwei Beine aus Daniel, Eisen. Die beiden Hörner des anderen sind sanft und lammartig. Die beiden Tiere stehen Seite an Seite. Sie handeln in allem zusammen. Also, they are of one accord, they are of one agreement. Ja, sie stimmen vollständig überein. Das irdische Tier ist der Prophet des Meerestieres und er ist ein falscher Prophet. Er erzwingt die Unterwerfung unter die weltliche Macht, besonders unter den neuen Kopf, den Kopf, der getötet und geheilt worden war. Er errichtet eine götzendienerische Verehrung dieses Hauptes oder eine Unterwerfung unter ihn als göttliche Autorität. Er benutzt die ganze Macht des zehnhörnigen Tieres in seinem Kampf gegen die Heiligen und die Diener Gottes. Er wirkt falsche Wunder und vollbringt lügende Wunder und bringt sogar Feuer auf die Erde in Nachahmung der Propheten des Herrn. Das heißt, er lässt Urteile über diejenigen ergehen, die sich widersetzen. Er benutzt das Instrument der Exkommunikation, eine Waffe der himmlischen Autorität, und übt es mit schrecklicher Wirkung aus. Er legt Königreiche unter Interdikte und Nationen unter Anathemen oder Verfluchungen. Er macht Götzendienst zur Pflicht, indem er alle, die sich weigern, teilzunehmen, an die weltliche Macht, den Arm des Gesetzes ausliefert, damit sie bestraft und letztlich getötet werden können. Genau wie in Daniel Kapitel 3. Er verbietet jeden Umgang, jeden Verkehr und jede Gemeinschaft mit sogenannten Ketzern. Er schreibt vor, dass niemand etwas von ihnen kaufen und niemand etwas an sie verkaufen darf. Er führt das System ein, das heute Boykott genannt wird. Ein System der Verfolgung, das vom päpstlichen Priestertum im Mittelalter frei ausgeübt wurde und, wie wir wissen, in einigen päpstlichen Ländern noch immer angewandt wird, zur Zeit, wo Henry Grattan-Guinness 1888 das Buch schreibt, und genauso verhält es sich 2018. Denn Boykott, das sind Wirtschaftssanktionen in Ländern, die nicht gehorchen. Und da
haben wir ja einige Beispiele von in dieser Welt. Und genau so ist das. Wenn man ein Regime-Change, also eine Veränderung der Regierung irgendwo beabsichtigt, wie in der Vergangenheit zum Beispiel in Libyen ja der Fall war, um mal eins der letzten Beispiele zu nennen, das den meisten Leuten ja noch im Gedächtnis ist, dann fängt man erstmal an mit Boykott und Wirtschaftssanktionen, wie man das auch schon ständig gegen Russland zum Beispiel gemacht hat und wie das seit Jahren gegen den Iran gemacht wird und so weiter. Er führt das System ein, das heute Boykott genannt wird. Wir könnten die gegenseitigen Beziehungen der politischen und kirchlichen Kräfte im abtrünnigen Römischen Reich besser dargestellt werden als durch diese wunderbaren Symbole. Hier gibt es eine Monarchie und ein Priestertum in enger, ruchloser Verbindung. Das Priestertum salbt die Monarchie, dient ihr, nutzt sie. Gemeinsam regieren sie und gemeinsam verfolgen sie. Kein Symbol kann alles darstellen, kein Gleichnis kann in jeder Hinsicht der dargestellten Realität entsprechen. Es ist sicher genug, wenn die Hauptmerkmale und primären Beziehungen im Symbol dargestellt werden oder sich im Gleichnis widerspiegeln. Das ist genau das, was in der Prophezeiung der Offenbarung getan wird. Sehen Sie sich die Fakten an. Die Fakten. Das Papsttum ist seit mehr als 1000 Jahren eine politische Macht. Ihr erinnert euch noch, der Cäsar, der euch jetzt anspricht, Antichrist Papst Pius IX. Der Papst, der euch jetzt anspricht, der Cäsar ist, dem alleine Treue und Ehre gebührt. Die Päpste Roms waren weltliche Monarchen. Sie haben Territorien besessen, Steuern erhoben, Gesetze erlassen, Armeen besessen. Sie haben Kriege geführt. Die päpstliche Monarchie ist seit jeher ein fester Bestandteil des Römischen Reiches. Das Papsttum war auch eine heilige Macht und ist es immer noch. Während seine weltliche Regierung gefallen ist, bleibt seine geistliche erhalten. Sogar noch gestärkt durch das Dogma der Unfehlbarkeit in dem Augenblick, als Henrik Rettengillis dieses Buch schreibt. Darüber hinaus wird das Papsttum von einer umfangreichen sakralen Organisation betreut, die etwa 1000 Bischöfe und eine 500.000 Priester umfasst. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, war Zustand Ende des 19. Jahrhunderts. Heute sehen diese Zahlen anders aus. Könnt ihr ja mal googeln und dann später in der Diskussion, wenn ihr die haben wollt, besprechen, wie die römisch-katholische Kirche zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 21. Jahrhunderts, 130 Jahre, gewachsen ist. Diese Organisation kontrolliert die Überzeugungen und Handlungen von 200.000.000 Menschen, die mehr als 30 Nationen angehören. Wenn das beste Symbol für das Römische Reich mit seinen Herrschern ein zehnhörniges Tier ist, welches könnte dann die päpstliche Hierarchie besser repräsentieren als ein zweihörniges Tier, dessen Hörner wie die eines Lammes sind, während es die Stimme eines Drachen hat? Und welchen besseren Namen könnte man für diese Hierarchie finden als den falschen Propheten? Und hier habe ich einen Kommentar zugeschrieben, dem man im Grunde mindestens eine eigene Sendung widmen kann. Interessant ist hier die Auslegung weg von den USA als Bestie Nummer 2 aus Offenbarung 13. Und wie so oft sind in der Prophezeiung mehrere Sichtweisen möglich. Ich gebe hier nur zu bedenken, dass ein Tier symbolisch in Prophezeiungen eine Nation, ein Königreich darstellt. Das Papsttum ist das Haupt der Hure aus Offenbarung 17, welches das Tier, die Bestie, reitet. Also eine Aufteilung wie hier macht nicht hundertprozentig Sinn. Doch selbst wenn diese Darstellung des Autoren korrekt ist, nimmt es nichts weg von der Rolle, welche die USA spielen. Da sie ja schließlich von der militärischen Kirche, dem Jesuitenorden, gegründet wurden und somit ein Arm dieser Bestie sind. Ich finde aber die Erklärung von Henrik Rettengillis durchaus einer Studie würdig, interessant, um sich dem mal zu widmen, ob sich das wirklich in vielerlei Dingen, wenn man viele Dinge in der Bibel und Geschichte gelesen hat,
so verhält, wie er das hier sagt. Für mich macht's Sinn. Und es ist wieder mal eine Abkehr von der allgemeinen Lehre, das zweite Tier wären die USA. Finde ich im Grunde gar nicht so verkehrt. Ich gebe halt nur zu bedenken, dass Tiere eben Nationen normalerweise sind. Von daher fragt das eine tiefere Studie dieses Themas. Aber wir fahren erstmal fort und lesen. Und welchen besseren Namen könnte man für diese Hierarchie finden als den falschen Propheten? Tut es nicht so, als würde es die Botschaften des Himmels aussprechen? Und wie Mose und Elia das Feuer der Urteile Gottes über die Feinde Israels niedergerufen haben, hat diese Hierarchie nicht immer wieder und wieder nach der Einschätzung von Millionen von Menschen die Urteile Gottes über diejenigen ergehen lassen, die sich ihrem Willen widersetzt haben, ob Einzelpersonen oder Nationen? War dies nicht eine der gewaltigsten und überzeugendsten Waffen? Lesen Sie die Geschichte des Mittelalters. Lesen Sie die Geschichte des 16. Jahrhunderts. Welches Volk in Europa wurde nicht von Zeit zu Zeit unter päpstliches Edikt gestellt und durch diese Mittel gezwungen, sich den Entscheidungen des römischen Papstes zu unterwerfen? Und war nicht auch das Priestertum Urheber und Anstifter eines Großhandelssystems von Götzendienst und Verfolgung? Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck trinken. Hat es nicht die Macht des Staates genutzt, um Götzendienst durchzusetzen und um Millionen von Gläubigen grausam und tödlich zu verfolgen, die nicht das Knie vor dem modernen Baal gebeugt haben? In all dem entspricht die Geschichte nur allzu treu der Prophezeiung. Tiefe Rufe in der Tiefe und die Aussprachen der Inspiration werden von der Erfahrung der Generationen eingeholt und wiedergegeben. Die Stimmen der Propheten kehren im Laufe der Jahrhunderte donnernd zurück und der Beweis, dass Gott gesprochen hat, ertönt auf der ganzen Welt. Nachdem wir kurz die Prophezeiung von Johannes über den Aufstieg und die Herrschaft der päpstlichen Macht betrachtet haben, müssen wir uns nun seine Vorhersage über ihren Fall und ihren Sturz ansehen. Diese finden Sie in Offenbarung 17 bis 19, also drei Kapitel. Wir haben jetzt keine Zeit, diese Kapitel zu lesen. Und ich habe die Zeit hier auch nicht. Das würde lange Zeit in Anspruch nehmen und das überlasse ich gerne dem Zuhörer oder Zuschauer seiner eigenen Studie. Sie kennen sie zweifellos sowieso und werden gut daran tun, sie sorgfältig und gründlich zu studieren. Diese drei Kapitel der Offenbarung enthalten die zweite komplexe oder zweifache Prophezeiung über den Romanismus, die Karriere und das Urteil über die große Hure Babylon. In dieser Prophezeiung sieht Johannes das zehnhörnige Tier, das das römische Reich repräsentiert, mit einer mystischen Frau in Purpur und Scharlach geschmückt, mit Gold, geschmückt mit Edelsteinen und Perlen, eine Hure, die Mutter der Huren und Gräuel der Erde, die schuldige Geliebte der Könige, die grausame Verfolgerin der Heiligen, berauscht, aber nicht mit Wein, betrunken mit dem Blut der Heiligen und der Märtyrer Jesu. Was für eine Vision, was für eine Prophezeiung. Sie erinnern sich an die Interpretation dieser Vision durch den Engel. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde in Offenbarung 17, Vers 18. Wir haben gezeigt, dass diese Stadt Rom war, unbestreitbar Rom. Dass die große Hure Babylon Rom bedeutet, ist von Romanisten selbst anerkannt. Kardinal Bellarmine, der Jesuit und Verbreiter der Zukunftslehre des Antichristen, sagt, dass, Zitat, Rom in der Offenbarung mit dem Namen Babylon bezeichnet wird. Ende Zitat. Kardinal Baronius gibt zu, dass alle Menschen bekennen, dass Rom in der Offenbarung des Johannes mit dem Namen Babylon bezeichnet wird. Bossuet bemerkte, dass die Eigenschaften so markant sind, dass es leicht ist, Rom unter der Figur Babylon zu entziffern.
in Französisch Rom sous la figure de Babylon. Aber während man zugibt, dass die große Hure Babylon, die auf den sieben Hügeln sitzt, Rom bedeutet, erklären päpstliche Ausleger, dass es sich hierbei um das heidnische Rom handelt, nicht etwa um das christliche Rom, das Rom der Cäsaren und nicht das der Päpste, das ist Präterismus. Eine der zwei großen Irrlehren in dieser Welt heutzutage, die uns wegführen vom Historizismus oder Historismus oder wie auch immer man das in Deutsch sagt. Historicism ist das englische Wort. Weiß nicht, wie man das übersetzt. Historismus ist auch wurscht. Es gibt drei Lehren. Es gibt die Lehre des Präterismus, es gibt die Lehre des Historizismus und es gibt die Lehre des Futurismus. Der Präterismus sagt, dass alles, was in der Offenbarung geschrieben steht, bereits spätestens 410 nach Christus erfüllt wurde mit dem Fall des Römischen Reiches. Ich habe dazu vor einiger Zeit, das ist jetzt glaube ich auch schon 2 Jahre her oder was, mit Tom Fress ein Buch gelesen. Da gibt es eine eigene Spielliste von Hour of the Truth meets Inquisition Update. Und da kommt das drin vor. 14 Lesungen haben wir gemacht. Tom Fress hat dann letztes Jahr, ich glaube 2017 oder Anfang 2018, dasselbe Buch nochmal auf First Amendment Radio durchgelesen. Also alleine, für sich selber, ohne mich dabei. Mal eben gucken. Ich habe das hier in meinem Schrank, wo ich meine ganzen Bücher aufbewahre. Da müsste ich das Buch liegen haben. Dann kann ich euch sagen, wie das heißt. Das Buch heißt The Origin of Futurism and Preterism. Also der Ursprung des Futurismus und des Präterismus. Das ist ein kleines Buch im Grunde. Das hat, glaube ich, was war das, 74 Seiten oder sowas, ne? Knapp 70 Seiten. Ist geschrieben von, der erste Teil von Paul Owen, der zweite Teil von Charles A. Jennings. Mal eben gucken, ob ich da nicht sogar hier ein Bild von auf meinem Computer habe. Preterism Machine, finde ich das da drin? Preterism. Futurism und Preterism, ja, hier ist es. Ach, nee, nicht das, das hier. Das Buch, das hatte ich mit Tom Fress damals gelesen. Und das hat Tom Fress dann noch einmal auf First Amendment Radio, ich glaube Anfang 2018 oder so, oder Ende 2017, könnt ihr ja nachlesen, nochmal alleine gelesen. Wir haben damals 14 Videos davon gemacht, also 14 Stunden, knapp, es waren teilweise mehr als eine Stunde, 14 Sitzungen, glaube ich. Und auf First Amendment Radio alleine hat er da noch ein bisschen mehr für gebraucht. Das ist also, wo Futurismus und Präterismus erklärt wird und natürlich dann dem Historizismus entgegengestellt wird. Das habe ich damals mit Tom Fresta gemacht. Und das sind halt die drei Dinge, wie man die Geschichte der Prophezeiung oder überhaupt die Geschichte der Bibel erklären kann. Oder die drei Sichten, die man drauf haben kann. Im Präterismus, das finden wir auf der rechten Seite hier, steht The End is Past, ne? Das Ende ist schon vorbei. Und im Futurismus auf der anderen Seite steht da, the end is near, das Ende ist nahe, das Ende kommt noch. Und natürlich, die Lehre des Präterismus schließt die Lehre des Futurismus komplett aus. Die Lehre des Futurismus schließt die Lehre des Präterismus aus. Und Historismus, also die historische Sicht auf die Bibel, schließt beide aus. Und die Frage ist jetzt natürlich, wer hat jetzt recht? Hat die Bibel recht oder hat die menschliche Lehre des Präterismus recht oder die menschliche Lehre des Futurismus recht? Und das ist ein ganz interessanter Punkt, auf den man auch mal weiter eingehen könnte, wenn man jetzt die Zeit hätte dazu. Es geht ja hier unter anderem über den Kardinal Bellarmine, der ja eben diese futuristische Lehre mit in die Welt gebracht hat. Unter anderem natürlich Francisco Ribera, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Ribera hat ja habe ich da hier ein Bild von bei sogar? Nee, habe ich hier nicht. Ribera hat ja damals das futuristische Buch geschrieben. Ich suche mal eben den raus. Können wir uns das auch anschauen. Ist natürlich alles in Englisch, ne? Tut mir jetzt leid, aber kann ich auch nicht ändern, dass diese ganzen Dinge alle in Englisch sind. Hier haben wir zum Beispiel das Bild von den beiden. Francisco Ribera, ein Jesuit, ein spanischer Jesuit und Theologe, der lebte zwischen 1537 und 1591, der 1590 das Buch rausgebracht hat,
über die futuristische Lehre des Antichristen. Das sehen wir hier. Ja, das ist das Buch hier. Natürlich nur in Latein erschienen. Würde ich gerne mal in Englisch oder in Deutsch lesen. Das wäre das Buch. Hier sehen wir das auch nochmal. Das ist ein Screenshot, wie man das Buch in archive.org findet. Also wer Latein kann, kann sich das ja gerne reintun. Kann man hier gratis lesen. Das ist Francisco Ribera. Er ist der Vertreter zusammen mit Kardinal Bellarmine, der zwischen 1542 und 1621 lebte. Kardinal, Professor für Theologie an der romanischen Universität, also am Gregorium in Rom. Und eben zusammen mit Ribera ein Vertreter des Futurismus. Das heißt, der Antichrist ist Zukunft, die 70. Woche von Daniel ist unerfüllt und so weiter und so weiter. Das behalten diese Lehren alle in. Das ist das eine. Und dann haben wir noch Alcazar. Und Alcazar ist der Vertreter. Warum findest du das hier nicht? Mach mal zu. Ach, muss ich mit AL hier anfangen. Dann dauert es aber lange hier. Meine Fresse. Heißt der nicht Louis Alcazar? Vielleicht finde ich das unter Louis dann besser, dass ich euch das Bild hier zeigen kann. Ne? Mit O. Louis mit O. Ne, jetzt brauche ich nicht den König, den Louis. Den brauche ich jetzt nicht. Ach, Mensch. Präterism, finde ich das nicht. Das ist Louis de Alcazar. Das Bild muss hier irgendwo drin sein. Ob ich das jetzt nicht finde, weiß ich auch nicht. Der hat in jedem Fall 1614 und dann später auch hier Edward Irving, auch ein Vertreter des Präterismus. Der kam aber ja später. Im 18. Jahrhundert. Der Louis de Alcazar hat die Lehre des Präterismus rausgebracht, also dass das Buch der Offenbarung bereits erfüllt wurde zur Zeit des heidnischen Roms. Es fuchst mich jetzt, dass ich das Bild hier nicht finde. Ich habe inzwischen über 3000 Bilder oder sowas hier und dann ist es auch nicht immer ganz so leicht, sich zu merken, unter welchem Namen man das gespeichert hat und das wiederzufinden. Und wenn man nicht in so einem Druck ist wie in einem Live-Video, dann geht das normalerweise auch. Aber ich finde das jetzt hier nicht. Hier finden wir auch nochmal, das ist auch ein interessantes Bild, ja, die vier Interpretationen, steht es hier, das Idealismus, das könnt ihr mal wegschmeißen, also drei Interpretationen, Präterismus, dass das Buch der Offenbarung erfüllt ist, bevor dem Jahr 400 oder 410 oder 476, da kann man sich streiten, aber auf jeden Fall vor der Vollendung des 5. Jahrhunderts. Oder dass es eben historisch noch erfüllt wird, das ist die historische, die biblische Sicht. Oder dass es in der Zukunft liegt, das zu erfüllen, das ist die futuristische Sicht. Ja, das sind diese drei Ansichten, von denen ich gerade gesprochen hatte. Warum ich den Alcazar jetzt nicht finde, also das fuchst mich wirklich. Unter Futurism kann ich ihn ja nicht finden, weil ich hatte den doch unter Preterism gespeichert. Hier hingehen. Vielleicht habe ich ihn deswegen nicht gefunden. In der verkehrten Mappe gesucht. Ja, das ist auch immer so was. Man geht in eine Mappe rein. Hier zum Beispiel haben wir noch ein anderes Bild. Ja, mach dir keine Sorgen. Alles schon passiert in 70 nach Christus. Es sind Leute, die sagen, mit der Zerstörung des Tempels war das passiert. Hier auch die präteristische Erklärung, also Approach zur Offenbarung, wie es hier steht. Aber das Bild von dem Alcazar, warum ich das nicht finde. Ach ja. Der heißt doch Alcazar. Warum finde ich denn das Bild dann nicht? Da ist es doch. Ach, mit S anstatt mit Z. Also, ja, ich bin doch bescheuert. Hier ist das Bild. Ludovici de Alcazar. Ein spanischer Jesuit natürlich. 1614 hat er das Buch rausgebracht und er lehrt hier preteristarchive.com. Von der Seite kommt das Buch, kann man sich da suchen. Er erklärt halt die präteristische Sichtweise auf die Interpretation des Buches der Offenbarung. Ribera die zukünftige Sicht
Und die Bibel natürlich, die biblische Sicht. Und damit sind wir genau da, wo wir hin wollten hier. Präterismus, ja, das ist das, wovon Henry Grettengenes hier gerade eben spricht. Während man zugibt, dass die große Hure Babylon, die auf den sieben Hügeln sitzt, Rom bedeutet, erklären die Ausleger des Präterismus, dass es sich hierbei um das heidnische Rom handelt und nicht etwa um das christliche Rom, nämlich das Rom der Cäsaren und nicht das der Päpste. Und dass zu der Zeit bereits das Buch der Offenbarung komplett erfüllt wäre. Wäre das so, dann würden wir ja heute in dem Königreich Jesu Christi leben. Ja, da wäre Jesus ja schon wiedergekommen, weil am Ende der Offenbarung kommt er ja wieder. Ha. Leben wir denn mit Jesus Christus? Naja, nach der römisch-katholischen Kirche ja, deswegen vertritt sie beide Lehren, weil sie sagt ja, dass ihr Papst der Vertreter Jesu Christi hier auf Erden ist. Also der Kirche ist es scheißegal, ob ihr die Lüge des Präterismus glaubt oder ob ihr die Lüge des Futurismus glaubt. Hauptsache, ihr glaubt nicht die Wahrheit und das ist der Historizismus oder Historismus oder wie auch immer man das nennen will. Die biblische, historische Interpretation der Offenbarung. Deswegen ist dieses Buch Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht so furchtbar wichtig. Weil, wenn wir der biblischen Erklärung folgen, dann vernichten sich Präterismus und Futurismus gegenseitig sowieso. Abgesehen davon, dass die beiden auch nicht nebeneinander existieren können. Wie gesagt, Präterismus schließt Futurismus komplett aus. Und Futurismus schließt Präterismus aus. Das geht nicht. Und trotzdem sind beides offiziell anerkannte Lehren von Jesuiten aus der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche widerspricht sich. Ach, guck mal an. Das ist ja genau das, was Martin Luther damals schon gesagt hat. Ich kann den Päpsten doch nicht glauben, die sich ständig widersprechen. Hat er das doch gesagt? Aber einer widerspricht sich nicht. Und das ist unser Schöpfergott, Jesus Christus. Er sagt die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus Christus. So steht es geschrieben. Und dafür ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel lesen und verstehen und glauben und leben und studieren. Jeden Tag. Lest eure Bibel. Maranatha.